Und das war bei mir eine ganz einfache Geschichte, die ich gelesen habe. Und vielleicht, wenn Sie sie hören, können Sie nachempfinden, warum das für mich so viel bedeutet hat. Vielleicht bedeutet sie Ihnen auch etwas und gibt Ihnen eine ganz bestimmte Botschaft. Es ist die Geschichte von Jackie Robinson. Spielt 1947. Jackie Robinson ist ein schwarzer Baseballspieler. Das Problem war damals, dass Schwarze in der höchsten Division des Baseballs in Amerika nicht zugelassen waren. Branch Rickey, der Präsident der Dodgers, hat gedacht, das muss man ändern. Hat dann geschaut, welcher schwarze Baseballspieler ist besonders talentiert, kam auf Jackie Robinson und lädt ihn ein zu einem Gespräch. Und sagt, ich schlage Ihnen etwas vor. Sie spielen in meinem Team als erster Schwarzer in der obersten Division. Müssen aber wissen, sie werden angefeindet werden, man wird sie beschimpfen, man wird sie bespucken, man wird alles mögliche Unrecht an ihnen verüben. Sie müssen mir eins versprechen, wenn ich ihnen diese Chance gebe, dass sie niemals zurückschlagen. Nicht zurückschlagen, schreit Jackie, emotionaler Mann. Wollen Sie einen Feigling? Jackie sagt, nein, nein, ich will keinen Feigling. Ich will einen mutigen Mann. Einen mutigen Mann, der nicht tapfer irgendwo losschlägt, wenn er angegriffen wird, sondern jemand, der sich zurückhalten kann, weil er ein großes Ziel im Auge hat und der niemals aufgibt. Wenn man nicht aufgeben will, erfordert das wirklich Mut. Das hat Jackie irgendwie verstanden. Die beiden machen einen mündlichen Vertrag und eine Woche später spielt Jackie Robinson zum ersten Mal für die Dodgers. Ein Heimspiel. Alle Zuschauer der Heimmannschaft pfeifen ihn aus. Gnadenlos, schlimme Schimpfworte, werfen alle möglichen Gegenstände auf den Platz. Niemand in seinem eigenen Team spricht mit ihm. Und Jackie sagt sich, wie soll ich gut spielen, wenn alle erwarten, dass ich versage, nur weil ich schwarz bin. Aber er hält durch, trotz der Beschimpfung. Und obwohl niemand in seinem Team mit ihm redet, über Wochen, über Monate. Und dann kommt die Szene, dass er in einem Spiel von einem Gegner offensichtlich absichtlich verletzt wird. Der springt nämlich mit den Spikes zuerst so in sein Bein. Das sind so diese langen Nägel unter den Schuhen von den Baseballspielern. Verletzt ihn ziemlich. Jackie hat das auch mitbekommen, dass das absichtlich war, will ihn bestrafen, will ihn schlagen, aber er erinnert sich, der Mutige hält durch, kann sich beherrschen. Beherrschen können und durchhalten sind übrigens sehr ähnliche Energien. Die Wunde heilt, er geht wieder zum nächsten Spiel in die Umkleidekabine, setzt sich auf den Hocker und will seinen linken Schuh anziehen, als er einen brutalen Schmerz spürt. Es stellt sich heraus, hat jemand aus seinem eigenen Team eine Rasierklinge in den Schuh eingenäht. Hat sich den Fuß böse aufgeschnitten. Und dann sagt Jackie, jetzt reicht's, das kann ich nicht mehr tragen. Geht zu Branch Rickey, dem Präsident, und sagt, Chef, es ist vorbei, ich kann alles ertragen. Die Schmährufe, sogar die Verletzung von dem Gegner. Aber wenn meine eigene Mannschaft mich verletzt, heimtückisch, dann hat es keinen Sinn mehr. Und dann sagt Branch Rickey etwas Unglaubliches. Er sagt, Jackie, wenn du jetzt aufhörst, dann wird das jeder verstehen. Aber dafür hast du nicht angefangen. Du hast mir und noch viel wichtiger dir versprochen, durchzuhalten. Und dafür brauchst du Mut. Und jetzt, genau jetzt, Jackie, brauchst du diesen Mut. Und dann sagt er noch, und du weißt nie, was jetzt auch noch alles passiert. Aber das hat Jackie schon gar nicht mehr gehört. Aber irgendwie im Vertrauen an diesen Mann, Branch Rickey, hält er durch. Und als die Wunde am Fuß verheilt ist, geht er ins nächste Spiel, wieder ein Heimspiel. Aber jetzt ist er richtig schlecht.
Es hat ihn demoralisiert. Das Publikum pfeift ihn aus, keiner in der Mannschaft spricht mit ihm. Er spielt schlecht, macht Fehler, das Publikum pfeift noch mehr, buht noch mehr, er spielt noch schlechter, noch mehr Fehler. Und so gibt es so eine richtige Abwärtsspirale, als plötzlich der Kapitän der Dodgers, P.V. Reese, der auch der Publikumsheld ist, die Menschen lieben ihn, mitten in dem Spiel den Schläger fallen lässt und ganz langsam über den ganzen Platz zu Jackie Robinson geht. Alle fragen sich und halten den Atem an, was wird er jetzt tun? Wird er ihn bestrafen? Wird er ihn vom Feld schicken? Was wird er machen? Er geht über das ganze Feld bis zu Jackie. Als er bei ihm ist, legt er den Arm um ihn und guckt alle an und sagt zu Jackie, ich stehe hinter dir. Keiner traut sich mehr, etwas gegen Jackie zu sagen. Was glauben Sie, warum P.V. Reese das gemacht hat? Zwei Gründe. Brent Schricke hatte mit ihm gesprochen. Und der Mut von Jackie hatte ihn beeindruckt. Jackie macht im restlichen Spiel das Spiel seines Lebens. Was das ausmachen kann, wenn jemand zu uns hält. Der gleiche Jackie. Ein Mensch. Was für ein Unterschied. Die restliche Geschichte ist ganz kurz erzählt. Er gewinnt mit den Dodgers in 10 Jahren 6-mal die Meisterschaft. Er wird mit den Dodgers zum ersten Mal Weltmeister, der erste Weltmeisterschaftstitel für die Mannschaft. Er wird aufgenommen in die Hall of Fame und alle Großen sind gekommen an dem Tag, um ihn zu huldigen. Er wird gewählt zum Most Valuable Spieler, dem wertvollsten Spieler der Division. Und als er dann in den Ruhestand geht, wird sein Trikot, die Nummer 42, in Übereinstimmung aller Mannschaften in Nordamerika nie mehr vergeben, um ihn zu ehren. Ich bin, das wird Sie jetzt vielleicht wundern, nicht so sehr in der Lage, mich mit Jackie Robinson zu identifizieren. Ich habe dieses große sportliche Talent nicht. Ich habe auch dieses Maß an Anfeindungen nicht annähernd erlebt in meinem Leben. Ich bewundere Brent Schricke. Nicht, weil ich sage, das ist keine großartige Leistung von Jackie Robinson. Ein unglaublicher Sportler muss das gewesen sein. Unglaublich. Und dieses Durchhaltevermögen. Aber ich sage, ohne Brent Schricke, ohne diesen Mann, hätte Jackie es womöglich nicht geschafft. Es gibt einen Epilog zu der Geschichte. Die Mitglieder des Teams werden gefragt, 20 Jahre später, wie geht's Ihnen heute? Und die sagen, wie soll es mir so gehen? Bin reich, bin berühmt, spiel Golf, muss mich um nichts kümmern, muss nicht arbeiten, hab ein richtig cooles Leben. Andere Frage, wie war es denn damals? Mimik verändert sich, Körpersprache verändert sich. Damals, das war die Zeit unseres Lebens, als wir das endlich begriffen hatten, dass wir zusammen als Team so viel mehr Spaß und Erfolg haben können, dass Team einfach alles ist. Das war einfach die Zeit unseres Lebens. Team, auf Englisch. Together, everyone achieves more. Zusammen erreichen wir alle mehr. Das haben wir alle schon mal gehört. Es gibt noch einen zweiten Epilog. Jackie Robinson hat, als er dann sein Trikot zum letzten Mal ausgezogen hat, seine Karriere beendet hat, angefangen als Sprecher durch das Land zu ziehen. Und im Grunde genommen immer mit einer ganz einfachen Botschaft. Er hat gesagt, gibt es etwas, vor dem Sie Angst haben? Gibt es etwas, von dem Sie denken, das ist zu groß für mich? Gibt es etwas, von dem Sie sagen, das kann ich nicht? Um dann zu sagen, Sie müssen es nicht alleine tun. Wir müssen es nicht alleine tun.